Hallo, 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 der Arkus hier. Moin, ihr Spürnasen, alles klar bei euch? Wir spielen Baphomets Fluch 2 und wir sind wieder im Schamanendorf, diesmal als Nico und stellen fest, es ist verwüstet, keine Spur von George und wir müssen ihn jetzt suchen und irgendwie herausfinden, was hier passiert ist. Wir haben alle drei Steine, die wir brauchen, das ist schon mal gut, um das Ganze hier zu verhindern, die ganze Misere. Aber irgendwie ist hier was ganz schön schiefgelaufen. Und wir müssen jetzt mal herausfinden, was da los ist. Wir reden einfach mal mit Titi Poco. Das ist nämlich der Bursche, den wir befreit haben, wenn ihr euch noch daran erinnert. Hey, Kurzer, mach dich mal nützlich und hilf mir mit dem Pass. Der versteht doch unsere Sprache scheinbar. Flutsch! Danke. No problemo, ein Maya-Stein. Den kenne ich. Das ist der Kojotenstein. Aha. Was ist? Worauf zeigst du? Was da los? Titi Poco? Ich will ihn nichts fragen. Aber er will, dass wir da hingehen. Und dann gehen wir da doch mal hin. Ich vertraue diesem kleinen Knirps einfach blind. Der sieht nicht aus wie ein kleiner Junge vom Gesicht her, muss ich ganz ehrlich sagen. So ein bisschen wie Benjamin Button. So alt, aber im Kinderkörper gefangen oder so. Nach einem mehrstündigen Marsch auf dem Dschungelpfad. Uiuiuiuiuiui. Oh Gott, was ist das denn? Was ist das denn für eine komische Konstruktion? Aufzug? Motor, Generator, Seil. Nehmen wir erstmal das Seil an uns. Wie auch immer das hier funktioniert. Ja. Oh, wo habe ich jetzt hingeklickt? Ich habe das nicht gesehen. Ach so. Ja, mach mal. Titi Poco, irgendwelche schlauen Einfälle, was ich mit diesem Seil anfangen kann? Er schaut mich nur fragend an. Wenn einem von uns beiden ein Plan einfällt, dann wohl eher mir. Motor? Nö. Da legt sie es lieber wieder zurück. Die olle Kuh. Dann nochmal. Stahlgerüst? Nein, auch dann legt sie es wieder zurück. Die olle Das Kuh. Gerüst reicht bis ganz oben an die Spitze der Pyramide. Ja. Seil? Generator oder nee, hier Zylinder. Nein, auch das macht sie nicht. Da geht sie lieber hin und guckt mal, was da so abgeht. Ja, herrlich. Oh, stecken wir uns mal ein, so einen Zylinder. Ja, da ist ein Knopf, den wir drücken können. Oh, wer ist dann da? Da habe ich ein bisschen Angst jetzt. Der erschießt mich doch gleich wieder. Ich kenne das doch schon. Der hat sogar eine ganz schön scharfe Waffe in der Hand. Wir speichern mal. Komm, wir speichern mal. Speichern. Sicher, sicher, man weiß ja nie, was hier passiert in diesem Spiel. So, dann gehen wir mal Hallo sagen. Ach Mensch, freundlich ist der bestimmt. Guck mal hier, Saddam Hussein. Ich dachte, er ist Hey, tot. Senorita. Zu spät. Er hat mich gesehen. Hätte ich jetzt ermordet? Tarzan! Bonjour, mon Capitaine. Oh nein, nur Sergeant, meine Schöne. Was tun Sie hier? Och. Ich weiß selber nicht so genau. Ich suche Thomas Gottschalk. Mausibär sagte, ich könnte ihn hier treffen. Mausibär? Oh, ich meine natürlich den General. Wir sind Freunde. Darf ich zur Pyramide? Oh, wir haben strengste Anweisungen, niemanden durchzulassen. Aber ich habe Ihnen doch gesagt, wer ich bin. Das würde doch bestimmt niemanden stören. Na ja. Oh, bitte. Ich wäre ja auch so dankbar. Ich sag Ihnen was. Ich werde Pablo fragen, ob es okay ist, wenn Sie raufgehen. Ja? Wenn Pablo mich sieht, bin ich tot. Ah, no. Ist wirklich nicht der Mühe wert. So sehr interessiert mich diese doofe Pyramide nun auch wieder nicht. Naja, in Ordnung. Ist sowieso Männerarbeit da oben. Ich treibe mich hier einfach ein bisschen rum, okay? Okay, tun Sie das. Sowieso Männerarbeit, schon wie Schwein. Wachmann, Wachmann, Wachmann. Warum sieht der Wachmann aus wie Tarzan? Was soll denn das? Ich sollte mein Glück nicht überstrapazieren, indem ich die Wachen nochmal anquatsche. Gut, das hilft uns nicht weiter. Ich kann mir keinen plausiblen Grund vorstellen, warum ich die schwere Fackel aus dem Boden zerren sollte.
ich mir jetzt auch gerade so spontan nicht. Ja, Titi Poco. Hilf mir mal. Ist eine Art Aufzug, ne? Ah. Wie bist du überhaupt an einen Irren wie Karsak geraten? Karsak? Wupp-wupp-Loco. Ja, mir macht er auch Angst. Heißt Loco nicht verrückt? Ich weiß es gerade nicht so hundertprozentig. Ja, jetzt stehen wir im Aufzug. Können ja mal den Knopf drücken. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Vielleicht passiert ja was Spannendes. Ich glaube nicht. Der Knopf scheint gar nichts zu bewirken. Ich muss das Ding wieder irgendwie in Gang setzen. Ich habe die Sonnenbrille und ich habe ansonsten nicht so viel. Der Generator geht nicht an. Ich muss irgendwas mit dem Seil machen, schätze ich mal. Nur was muss ich mit dem Seil machen? Ich habe den Plan selber noch nicht gefasst. Aufzug, sie setzt es immer wieder zurück, die olle Schnepfe. Und dann geht sie dahin. Du sollst das benutzen, du Nasenbär. Weiß. Schnepfe. Tsitsipoko, ich habe einen wichtigen Auftrag für dich. Nimm dieses Seil, bring es nach oben auf das Gerüst Aha. und wirf es rüber. Gute Idee. Oben, Seil. Ja, genau. Schinken, Wurst. Weißt du Bescheid? Wie so ein Äffchen, ne? Schon eine ulkige Figur, dieser Titipoko. Aber gut kann er klettern, ne? Wie King Kong. Und er lässt sich Zeit dabei. Aber gut, das ist auch eine anstrengende Aufgabe, da so ein Klettergerüst hochzuklettern. Das wäre auch nicht unbedingt das, was ich machen könnte. Yay! Hat du fein gemacht. So, nu? Ich schätze mal irgendwie, dass wir so eine Art, dass wir das da irgendwie ranbinden. Ja, genau. Das habe ich mir nämlich fast gedacht. So, wenn ich jetzt den Knopf drücke. Der Knopf scheint gar nichts zu bewirken. Ja, ich muss jetzt scheinbar noch den Generator. Oh, hier ist noch ein Hebel. Aha, vielleicht jetzt den Knopf drücken. Der Knopf. Der scheint gar nichts. Eine Tota. Was für eine Tankkappe. Und den Generator kann ich auch nicht bewegen. Mein Freund, hast du noch mal einen Plan irgendwie hier? Ich will ihn nichts fragen. Sie will ihn nichts fragen. Metallzylinder. Tankkappe, Metallzylinder. Schieß mich tot. Ich habe keinen blassen Schimmer. Motor bringt nichts. Knopf bringt nichts. Ich kann ihn ja wieder reinstecken. Bringt wahrscheinlich auch nichts, aber gut. Nee, kann sie auch gar nicht. Die will sie nicht wieder rein. Oh, du sollst da nicht hinlaufen. Bleib mal hier. Wundert mich, dass die Wachmänner sich gar nicht daran stören, dass ich hier in der Gegend, in der Nähe irgendwie ein bisschen herum experimentiere, Das aber. Gerüst reicht bis ganz oben an die Spitze der Pyramide. Naja, das soll mich ja nicht weiter stören. Ich weiß nicht, was ich tun soll. 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 Hilft mir doch jemand damit. Ich weiß, was ich tun soll. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Helft mir doch mal bitte. Ah, vielleicht braucht der Motor Treibstoff. Ja, da bin ich auch schon so weit gekommen. Wo haben wir denn hier Treibstoff? Dass ich die Tankkappe irgendwie. Das heißt, ich muss noch irgendwo anders hingehen können. Ach, warte mal. Ich gehe auf den Aufzug. Vielleicht kann der ja mittels Drehbewegung mich nach oben bringen. Ich weiß nicht. Und jetzt mit Titi Poco reden? Ne, das bringt nichts. Schade. Ich will ihn. Banane. Ja, du willst ihn nichts fragen. Das müssen wir. Ach, Benzinleitung, da ist sie ja. Och, Blindfisch, ey. Ja, die soll zu abreißen. Na hier, komm. Schneid durch. Das Luder. Ja, super, jetzt habe ich eine Pfütze mit Treibstoff. Habe ich irgendwas zum Anzünden dabei? Natürlich nicht. Was ist das Eine nochmal? kleine feste Ka Ach, das bringt mir nichts. Kann ich den bei der Leitung vielleicht füllen? Aber der ist ja nicht geschlossen, ne? Wenn ich das richtig sehe. Der ist ja nicht geschlossen. Hast du jetzt einen Plan? Ich muss ihn Ich ja will fragen. ihn. Ja, ich will doch aber auch nochmal gucken, ob was bringt.
Ja. Mit dem habe ich doch gerade gemacht. Oh, dann macht mir das Spiel aber auch einen Strich durch die Rechnung. Dann habe ich die richtige Idee. Das ist das Einzige, was mir einfällt. Und das funktioniert dann erst dann, wenn ich geguckt habe. Das habt ihr gerade gesehen. Hä, wieso? Ich soll das doch auffangen damit. Oh, was macht die Alte da? Die will das aber nicht auffangen. Mit dem Zylinder auffangen. Ach, jetzt macht sie es auf einmal. Ach komm, verarsch mich doch nicht. Du dumme Plansch, du. Die ist doch echt zu blöd zum... Ach, was weiß ich. Tankkappe. So, mach auf da rein, da fertig. Die blöde Kuh, ey. So, kannst jetzt den Knopf drücken, da müsste jetzt was passieren. Hustend erwacht der Motor zum Leben. Super, macht auch gar keine Geräusche, stört unsere Kollegen da hinten auch gar nicht. Siehst du? Komm, wir gehen jetzt hoch. Kollege. Titipoko, wenn ich es dir sage, will ich, dass du genau das tust, was ich tue, okay? Tust genau. Ja, hust, hust. Hust, hust. Ah, jetzt muss ich ihm das erstmal zeigen, wie einem Tier. Ah, und damit wir hochkommen. Genau. Clever. Der ist ganz nützlich, dieser Affe. Ich würde so einen für zu Hause haben. Okay, fertig. Ah, so kommen wir also hoch. Ist ja auch eine Findige. Mir wird sofort klar, dass diese Bastarde meinen George ihrem Tetzkatlipoka als Opfer darbringen wollen. Nur über meine Leiche. Sind die bekloppt oder was? Na, was mache ich jetzt? Ich kann irgendwie nichts machen. Zum Glück ist George der Einzige, der mich bemerkt hat. Guck mal, er lächelt. Wo sind sie? Die Sonnenfinsternis geht gleich los. Nur Geduld. Ihre Mutter wird gleich hier sein und Karsa kommt bestimmt kurz nach ihr. Kümmern Sie sich nur um den Yankee und überlassen Sie die Sorgen anderen Leuten. Mach Platz, Raoul. Diese Verrückten wollen George opfern. Schnauze, Stobbart. Halt einfach die Schnauze. Immer mit der Ruhe. Der kann nur noch zahnlos bellen. Hey, Raoul. Warum tust du uns nicht beiden einen Gefallen und erschießt Pablo? Du bist sehr lustig, Stobbart. Ich habe Marseille noch nicht vergessen. Wenn Karsak dir gleich das Herz rausschneidet, dann bin ich es, der als Letzter lacht. Und ich wette, ich bin nicht der Einzige hier, der heute noch geopfert werden soll. Was, Raoul? Ich warne dich. Raoul ist ein nervliches Wrack. Ich hoffe nur, George provoziert ihn nicht zu sehr. Ja, das sollte er merken. Der kann jeden Moment losschießen. Kisten? Munitionsgurt. Ah. Und er schnitzt da schon wieder. Nur am Schnitzen, der junge Mann. Er ist Michel aus Lönneberger. Ja, was machen wir jetzt mit dem Munitionsgürtel? Ich würde vorschlagen, irgendwas mit den Benzinfässern da unten vielleicht. Die Kisten und Fässer sind verschlossen. Ich habe keine Chance, da hineinzukommen. Da haben wir Weihrauchtopf. Ah, wirf mal. Ich kann den Gurt nicht ins Feuer werfen, ohne dass Pablo mich sieht. Schade. Ich könnte den General vielleicht sogar überzeugen, wenn Pablo nicht in der Nähe wäre. Wenn Pablo mich gesehen... Ich muss Pablo irgendwie loswerden. Opfertisch. Wir gehen mal runter und werfen den Munitionsgurt tatsächlich mal ins Benzinlachengedöns. Der könnte gut als Page im Hotel arbeiten, der gute Mann. Der macht das richtig super, wie eine Eins. Na gut. Weil ich habe Hoffnung, dass da irgendwie Bums-Bums und so. Ne, kein Bums-Bums. Dann gehen wir nochmal hoch. Munitionsgürtel, 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 Munitionsgürtel. Das ist es nicht. Kann ich den irgendwie klein hacken? Das bringt... Irgendwo rein? Sowas würde... Ja, sowas würde George tun. Was George nicht alles tun würde, meine liebe Nico. So, einmal bitte nach oben. Muss ich mir jetzt jedes Mal diese Sequenz antun? Scheinbar schon. Dann sollte ich hoffentlich jetzt oben des Ritzes Lösung finden, weil sonst bin ich angenervt. Kann ich ihn nicht einfach erwürgen mit dem Munitionsgürtel? Ich darf das da nicht reinschmeißen, weil das würde ja der Paolo... Komm schon, Collard, denk nach. Ja. Wenn Pablo mich gesehen hätte, dann hätte er mich auch getötet. So einfach ist das. Oh, weißt du was? Ist mir jetzt so egal. Ja, das will ich doch. Schnapp dir die Fackel neben der Treppe der Pyramide. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Mir wurde eben gesagt, die kann ich nicht mitnehmen. Das wurde mir eben gesagt. Und jetzt kann ich sie mitnehmen, weil ein bestimmtes Ereignis... Ich hasse solche Rätsel, wo man Gegenstände erst aufnehmen kann, wenn sie interessant werden.
Das heißt, man trifft die Gegenstände schon vorher, klickt sie an und dann wird einem gesagt, nö, das brauche ich nicht. Und dann, wenn es doch gebraucht wird, ach, das ist doch doof. Nee, das ist doof. Das ist doofes Rätseldesign. Das ist... Nee. Aber wie nimmt das jetzt nur so hoch da? Die nimmt ihn ja nur so hoch da, die Fackel. Na gut, vorher konnte ich sie nicht mal hochheben. Und da ist das schon mal relativ clever. So, ich kann die jetzt nur halten. Und dann steckt sie wieder weg. Was bringt mir das? Nimm die Fackel, ja. Ich will wirklich nicht mit ihnen reden. Du sollst auch mit der... Sag mal, will das Spiel mich gerade verarschen? Ja, das hätte ich natürlich durch tausendmal rumprobieren auch herausgefunden.